Ich fange vielleicht mal an. Gerne. Wir hatten in unserer Familie die Tradition, alle 2 Jahre uns zu treffen, zu einem Familientreffen. Und schon im Jahre 2000 gab es das Thema, die Rolle der Familie von Richthofen in der Zeit des Nationalsozialismus und im Zweiten Weltkrieg und hatten dazu einen Fachhistoriker eingeladen. Mhm. Und da kamen wir auch schon auf das Thema Guernica und haben erlebt, dass die Jugendlichen kritische Fragen stellten. Meine Tochter hat das Picasso-Bild vorgestellt und die noch lebenden Kinder von Wolfram von Richthofen, der den Angriffsbefehl zur Bombardierung von Guernica gegeben hat, Götz und Ellen, alt schon damals, haben sich vor dem Forum der Familie darüber gestritten, wie dieses Ereignis, dieser Befehl ihres Vaters einzuschätzen sei. Mhm. Der Sohn sagte, ach, das ist im Kriegen so üblich ein Kollateralschaden. Wir waren entsetzt. Die Tochter stand auf und sagte, sie hätte doch Schwierigkeiten damit und sei zwar eine liebende Tochter, aber das könnte sie schwer verkraften. Sie hätte lieber einen Vater gehabt, der im Widerstand war. Mhm. Das war die erste Beschäftigung mit dem Thema. Kannten denn die Kinder ihren Vater noch gut und konnten auch mit ihm sprechen? Und die Tochter war 16, als er im Jahr 1945 gestorben ist und hat ihn in den letzten Wochen vor seinem Tode in Bad Ischl in der Klinik begleitet und dadurch natürlich ein ganz persönliches Verhältnis als liebende Tochter gehabt und hatte Schwierigkeiten, die ich auch nachvollziehen kann. Einerseits diese persönliche Bindung zu dem Vater und andererseits die Tatsache Gestalt zu verarbeiten, dass er mit dem Befehl des Bombardements ein Kriegsverbrechen begangen hat. Ja. Wie war es bei euch? Wie kommt ihr dazu das erste Mal? Also bei uns ist es so, der Onkel, der in der Legion Condor war, ist ja schon 1939 abgestürzt. Also wir kannten ihn alle natürlich nicht mehr. Ich bin Jahrgang 59. Mein Vater starb auch schon sehr früh. Es war also eigentlich nur meine Großmutter, die noch einen persönlichen Bezug hatte zu dem Rudolf und ein Onkel von mir. Mhm. Also es gibt wenig zu der Person, zu Rudolf, eigentlich keine persönlichen Berührungspunkte, aber natürlich aus Erzählungen. Zeit des Nationalsozialismus war es so, dass wir aufgewachsen sind mit dem Bewusstsein, dass unsere Familie sehr kritisch gegenüber dem Nationalsozialismus war und auch damals in politische Schwierigkeiten kam und sich dieser noch überlebende Onkel auch dem 20. Juli im weitesten Sinne angeschlossen hatte. Für mich war als Schüler dann auch das berühmte Picasso-Bild natürlich und da war überhaupt kein Kontakt, dass das mit meiner Familie irgendetwas zu tun haben könnte und man war natürlich entsetzt über diese Bombardierung von Guernica und auch erst so in der Zeit um 2000 etwa, obwohl uns natürlich bewusst war, dass der Onkel in der Legion Condor war, aber wir hatten das nicht mit Guernica in Verbindung gebracht. Mhm. Es ist ja auch nicht ganz sicher, ob er wirklich dabei war, aber auf jeden Fall war er in der Legion Condor. Und dann eben erst so im Jahr 2000 fingen wir auch an, uns damit auseinanderzusetzen. Ja gut, und ich meine, wir können, unsere Generation, wir müssen sehr, sehr dankbar sein, dass wir in einer Zeit des Friedens aufgewachsen sind. Und unsere Aufgabe ist einfach, uns für Frieden einzusetzen, für Versöhnung einzusetzen. Und dann dachten wir, das ist vielleicht unsere Aufgabe, dass wir uns Guernica zuwenden. Und das haben wir dann, ich glaube, 2003 in einem Brief getan. Damals eigentlich, wir wussten von gar nichts, auch hier, welche wunderbaren Initiativen hier stattfinden. Wir haben einfach diesen Brief geschrieben
und haben dann eine sehr positive Antwort von Guernica zurückbekommen. Und dann war mein Bruder vor 10 Jahren zum 70. Jahrestag auch hier gewesen und hat natürlich mit sehr klopfenden Herzen, mit viel Scham und Bedrückung ist er hierher gefahren, war aber dann überwältigt von der Friedensausstrahlung und von der Versöhnungsgeste, die ihm entgegengebracht wurde. Ja, da kann ich gleich ergänzen, auch zu der Frage, wie ich das erste Mal vor 5 Jahren nach Guernica gekommen bin. Das war so, dass im Jahre 2012 in einer deutschen Zeitung berichtet wurde über die Flächenbombardierung, die damals in der Zeitung als der erste große Zivilisationsbruch bezeichnet wurde. Verbunden mit dem Namen Wolfram von Richthofen. Das las mein jüngster Sohn Andreas, der damals 32 war, der kam zu mir, war ganz entsetzt. Papa, weißt du davon? Kannst du mir erzählen? Ja, wir haben darüber gesprochen. Und das Gespräch endete damit, dass er sagte, da müssen wir doch irgendwas machen, da müssen wir doch Stellung zu nehmen, das geht doch so nicht. Ja. Da habe ich gesagt, ja, dann lass uns da hinfahren. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen über einige Umwege zu Guernica Gogoratus. Andreas Schäfter hat uns sehr den Zugang erleichtert über die deutsche Sprache und hat dann für meine beiden Söhne und mich im November 2012 eine Reise organisiert und wir hatten besonders gewünscht die Begegnung mit Überlebenden, mit Zeitzeugen. Und wir saßen dann am zweiten Tag Luis Iriondo gegenüber und 4 oder 5 anderen Überlebenden und waren 2 Stunden lang Zeugen ihrer erschütternden Berichte von der Angst, das waren ja Kinder damals, von dem brennenden Guernica, von dem Versteck, in dem sie dann überlebt haben, von der Flucht aus der Stadt heraus. Das hat uns sehr erschüttert und berührt. Und wir waren im Grunde nur Zeugen, aber wir haben es ausgehalten und haben ihnen dann vermittelt, wie dankbar wir waren, dass sie ihr Leid mit uns geteilt haben und dass wir Anteil daran nehmen konnten. Und dann haben wir versucht, unser Gefühl zum Ausdruck zu bringen durch ein Bild auch von Picasso. Im Institut hängt natürlich auch das berühmte Guernica-Bild, aber Picasso hat ja auch eine Friedenstaube gemalt und jeder der Beteiligten hat diese Karte von uns bekommen. Und die hängt jetzt auch in einer großen Reproduktion in dem Institut Guernica Gogoratus. Und auf der Rückseite haben wir mit der Hand geschrieben, das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung, das ist ein jüdischer Satz, übersetzt auf Baskisch, das kann ich jetzt nicht so vorlesen, mit unserem Namen, Diebrand Andreas Johannes von Richthofen. Und ich weiß noch, wie Luis Iriondo dann da saß, diese Karte in die Hand nahm und umdrehte und sagte, der Name von Richthofen war für mich, für uns immer identisch mit Krieg, Vernichtung, Brand, Tod. Und heute sehe ich, dass dieser Name auf einer Karte mit einer Friedenstaube ist. Das war eine ganz bewegende Situation. Und er hat uns dann auch die nächsten Tage durch Guernica geführt zu deinem Atelier. Und am Schluss waren wir am Sonntag zusammen in der Messe, haben die Kommunion zusammen genommen und zusammen das Friedensgebet vom heiligen Franziskus gebetet, Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Zum Schluss ist Luis Iriondo, hat uns umarmt und hat gesagt, ihr kennt jetzt den Weg nach Guernica, ihr seid jederzeit willkommen und wir werden euch mit offenen Armen aufnehmen. Und gestern, als wir ankamen, stand Luis Iriondo dort und hat uns wieder umarmt. Das war eine wunderschöne Wiederbegegnung. Ich bin zum ersten Mal hier, aber die ähnliche Erzählungen hat mir eben auch mein Bruder berichtet und das finde ich auch
das wirklich Überwältigende, dass diese Menschen hier aus diesem Grauen heraus und aus dieser Fürchterlichkeit dieses Bombardements heraus die Kraft entwickeln konnten, eben auf uns zuzugehen. Ja. Ich bin nicht nur wahnsinnig dankbar dafür, dass diese Menschen das so können und konnten, sondern ich bin auch voller Bewunderung, wie man aus dem Negativen und aus dem Krieg und aus dem Tod Frieden wachsen, Frieden und Versöhnung wachsen lassen kann, die wir ja nur dankbar annehmen können. Ja. Wir können unsere Hand versuchen, ein bisschen auszustrecken, aber umso dankbarer sind wir, dass die Menschen von Guernica diese Größe haben und uns wirklich, auch meinen Bruder damals, in die Arme geschlossen haben. Das ist ein wunderbares Erlebnis für ihn und auch für uns, die wir ihn natürlich begleitet haben im Geiste. War das eine wunderbare Erlebnis. Und das ist auch im Grunde dieselbe Erfahrung, die wir gemacht haben. Mhm. Nach der Rückkehr von dieser Reise habe ich darüber in unserer Familie berichtet. Ja. Und in dem Familientag hatte es eine Art Diskussion gegeben über künftige Aufgaben der Familie. Mhm. Und eine der Aufgaben war, wir haben uns in der Vergangenheit zu wenig mit der Rolle der Familienmitglieder in der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt. Yeah. Und es wurde eine Projektgruppe eingerichtet zu diesem Thema. Mhm. Und ich habe die Moderation dieser Gruppe übernommen. Mhm. Und wir haben dann tatsächlich 20 Lebensbilder von verschiedenen Familienmitgliedern der Familie von Richthofen in den Archiven recherchiert und geschrieben. Ich habe zum Beispiel über meinen Vater, Johannes von Richthofen, ein Lebensbild geschrieben, der schon 1941, also 8 Monate vor meiner Geburt, in Russland gefallen ist, auch als Flieger. Und eines der Lebensbilder betraf auch Wolfram von Richthofen. Zunächst fanden wir niemanden aus der engeren Familie, der bereit war, das zu schreiben, weil das eben schwierig ist. Ja. Es gibt so etwas, das kann man vielleicht nachvollziehen, in einer Familie, wo so exponierte kriegerische Verantwortung ist. Ja. Und dann haben wir einen gefunden, der selbst Pilot bei der Lufthansa ist. Und der hatte allerdings Schwierigkeiten mit der Bewertung dieses Angriffs, weil Historiker unterschiedliche Meinungen haben. Daraufhin habe ich veranlasst, dass wir ein Gutachten von einem renommierten Völkerrechtsprofessor in Auftrag gegeben haben als Familie. Und der kam in einem Kurzgutachten zu dem eindeutigen Ergebnis, dass das Flächenbombardement auf Zivilbevölkerung in einer Stadt, wo keine militärischen Ziele sind, eindeutig gegen das Kriegsvölkerrecht verstoßen hat, das damals bestand. Und das haben wir auch in eine Dokumentation aufgenommen, wo diese 20 Lebensbilder und auch das von Wolfram von Richthofen war, und haben dann anschließend einen Familientag mit ungefähr 80 Personen organisiert, wo ein ganzer Vormittag nur das Thema Familie von Richthofen in der Zeit des Nationalsozialismus behandelt wurden. Wir hatten natürlich auch einige, die kritisch eingestellt waren, einige, die Mitläufer waren und eben auch einige, die aktiv das System unterstützt haben oder wie Wolfram eben auch gegen das Völkerrecht verstoßen haben. Und das war eine sehr faire und verständnisvolle Runde des Gesprächs. Und das Ziel dieser ganzen Auseinandersetzung, das ist ganz wichtig, war nicht Schuld oder Vorwürfe zu machen oder zu richten. Das Ziel war, aus der Vergangenheit zu lernen und Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen. Ja, ich glaube, das ist etwas, was wir in den Familien, wie Sie das machen, für jeder für sich selber in seinem Umfeld, aber natürlich auch als Länder, als ja, die Nachfolger
der jeweiligen Staaten machen müssen. Und da finde ich es auch, gerade hier in Guernica, fände ich es wichtig, wenn die deutsche Bundesregierung ja auch noch ein bisschen mehr sich dazu bekennen würde. Eben auch nicht im Sinne von Schuld. Schuld ist, ein, glaube ich, wirklich ein schwieriges Thema. Aber im Sinne von Verantwortung und im Sinne von Zukunft. Ja. Und gerade im Europa von heute, was ja an allen möglichen Ecken angeknabbert wird, ist es wichtig, dass wir aufeinander zugehen, immer neu und mit immer neuer Initiative. Und da können wir aus unseren Familien, aber vor allem auch aus Guernica lernen, dass das der Weg für die Zukunft sein kann und sein muss. Also ich greife das gerne nochmal auf, weil ich der Meinung bin, wie Sie, dass die Bundesregierung und auch der Bundestag sich sehr viel Zeit gelassen haben. Auch in den 80er Jahren, als zum ersten Mal Vorschläge kamen, Verantwortung zu übernehmen, die Friedensinitiativen in Guernica zu unterstützen, kam es nicht zu einer klaren Entscheidung. Und erst 1997, also recht spät, hat Bundespräsident Roman Herzog einen Brief geschrieben, der hier in Guernica verlesen wurde. Und da hat er sich ganz klar zu der schuldhaften Verstrickung, war, glaube ich, der Ausdruck, bekannt und hat das Mitgefühl mit den Opfern und den Angehörigen und die Trauer zum Ausdruck gebracht. Das war, glaube ich, ganz wichtig. Aber jetzt zum 80. Jahrestag, das sehe ich so wie Sie, wäre es wirklich an der Zeit, dass die Bundesregierung auch frühere Appelle des Bundestags einlöst und zum Beispiel hier die Friedensinitiativen und Institutionen auch finanziell unterstützt. Das muss keine große Summe sein, aber das wäre eine Anerkennung der Friedensarbeit, denn von Guernica haben viele andere auch gelernt. Die sind ja vernetzt mit anderen Friedensstädten, dass aus einer Stadt des Opfers ein Symbol des Friedens werden konnte. Und das sollte von Deutschland honoriert werden. Das finde ich auch. Also es ist nicht leicht, das habe ich festgestellt. Es gibt Widerstände, die aber oft eher unbewusst sind. Und herauszufinden, worin diese Widerstände bestehen, war auch nicht leicht, weil man spricht ungern über Gefühle, wenn man zum Beispiel einem Familienangehörigen, der exponiert war, der belastet ist, den möchte man irgendwie schützen. Das ist so eine Art Solidarität innerhalb der Familie. Man möchte auch nicht einer Familie angehören, wo jemand verstrickt ist in das Unrecht. Es hat auch was mit Scham zu tun. Ja. Also selbst wenn man nicht persönlich jetzt als Kind oder Enkel eines kriegerischen Vorfahren direkt betroffen ist, es gibt auch so eine Familienscham. Und das habe ich festgestellt. Es gab auch eine Angst, zum Beispiel, dass das Thema Schuld behandelt würde, weil es schwer ist, mit Schuld umzugehen. Und ich wurde gestern zum Beispiel gefragt, wie gehen Sie damit um? Da habe ich gesagt, es gibt eine Schuld, die kann nur Gott vergeben. Und diese ganzen Gefühle und damit umzugehen, ist nicht leicht. Und warum wir es trotzdem machen, ich glaube, nur wenn man sich in dieser Weise der Erinnerung stellt und auch sich den Gefühlen aussetzt, dann kann auch diese persönliche Verwandlung geschehen, dass ich motiviert bin, zu sagen, so etwas darf nicht wieder geschehen fühle mich aufgerufen, daran mitzuwirken. Und bei uns konkret hat das dazu geführt, dass wir von unserer Familie, also Initiativen und Gedenkorte wie Guernica unterstützen, die sich für Frieden und Aussöhnung einsetzen. Wir waren wie in Wielun zum Beispiel, das am 1. September auch auf Befehl von Wolfram von Richthofen bombardiert wurde. Oder wir haben auch in Großrosen, dem ehemaligen Konzentrationslager,
so eine Art Versöhnungsgeste gemacht, weil das auf dem Gelände eines Vorfahren gewesen ist. Und haben jeweils festgestellt, indem wir auch darüber berichtet haben, wie das andere auch motiviert. Und man muss davon erzählen. Und vielleicht kann es auch sein, dass andere Familien dann auch sich dieser Aufgabe stellen. Ja, nein, ich kann das nur wiederholen oder unterstützen, was Sie sagen. Die Scham spielt eine riesengroße Rolle. Und ich glaube aber, es ist eben, wie ich vorhin sagte, unsere Aufgabe, die Aufgabe unserer Generation, eben diese Scham, diese inneren Hindernisse zu überwinden. Und das ist unsere Aufgabe, da wirklich Friedensarbeit zu leisten. Und ich glaube auch, dass wir, und das hat ja auch Ihre Reaktion hier bewiesen und auch das, was mein Bruder erzählt hatte, es ist auch für die Menschen, die hier leben oder die Opfer geworden sind, wo immer auf der Welt, ist es, glaube ich, wichtig, anderen Menschen ins Gesicht schauen zu können und die in die Arme nehmen zu können, wenn sie es denn schaffen. Weil das auch in ihnen eine gewisse Erleichterung oder Erlösung bringt. Und das ist unsere Aufgabe. Aber wie schwer das ist, haben wir auch zu Hause mal erlebt in einer ganz anderen Situation. Es gab in unserer ländlichen Region einen Bauernhof, da sind irgendwelche Kinder die gearbeitet haben in Deutschland. Ja, Zwangsarbeiter. Zwangsarbeiter kamen dorthin und kamen dann unter furchtbaren Umständen ums Leben. Und wir haben sehr früh, ich glaube, es war kurz nachdem ich geheiratet hatte, und es war um die 1990er Jahre, haben wir versucht, wir wollen diesen Ort auch als Ort der Erinnerung ausbauen, beziehungsweise gar nicht groß ausbauen, aber wir wollen auch eine Sammlung machen für ein Kinderprojekt in Polen. War einfach so eine Idee und Initiative von uns, um uns damit auseinanderzusetzen mit diesem Ort. Und wir haben auch enorme Widerstände gespürt in der Bevölkerung. Keiner wollte irgendwie damit was zu tun haben und man hat nicht drüber gesprochen. Also das Erinnern ist schwer, wenn es schuldbeladen ist. Das ist so. Und ja, vielleicht ist das auch unsere Aufgabe und deswegen sind wir hier, da einen Schritt zu wagen. Aber ich greife das noch mal kurz auf, was Sie gesagt haben. Es geht ja nicht nur um uns und wie wir das als Familie verarbeiten, wo es Täter gegeben hat, sondern ich habe das erlebt, die Begegnung mit den Zeitzeugen, genau was Sie eben sagten. Es ist im Grunde so etwas wie ein Bekenntnis als Angehöriger der Familie, sozusagen der Täterfamilie, also der Familie von Wolfram von Richthofen. Ich bin ja nicht direkt mit ihm verwandt, aber mit demselben Namen. Der Name ist ja verbunden mit Gernika. Als Angehöriger dieser Familie hierher zu kommen, das ist ja im Grunde wie ein Bekenntnis. Es ist mir nicht gleichgültig, wie es euch ergangen ist, wie es euch geht. Und ich teile eure Trauer und eure Gefühle. Und ich schätze euch als Menschen. Und das ist dann eine persönliche Begegnung. Und ich habe den Eindruck, das zählt auch gerade für die Betroffenen, die hier gelitten haben. Und vielleicht ist das sogar der wichtigere Teil unseres Hierseins. Ein Bekenntnis zu denen, die hier gelitten haben. Und die diesen Transformationsprozess zur Friedensstadt mitgetragen haben. Also, was können wir lernen? Ich glaube, erstmal negativ formuliert und in Schlagworten formuliert, nie mehr Terror, nie mehr Gewalt, nie mehr Krieg. Das ist der Auftrag, den wir auch von klein auf eigentlich von der Generation meiner Eltern mit auf den Weg bekommen haben, auch in Erinnerung oder im Wissen um den Zweiten Weltkrieg und alles, was damit zusammenhing. Und positiv formuliert sind es einfach die Werte Brüderlichkeit, weltweite
Brüderlichkeit, aufeinander zugehen, Versöhnung und immer arbeiten am Frieden. Mhm. Keine, das ist noch zum Negativen, keine Nationalismen. Ich glaube, das ist in der heutigen politischen Diskussion auch sehr wichtig. Keine Nationalismen, sondern Versöhnung und Friedensarbeit. Frieden fällt einem nicht zu. Frieden ist kein Normalzustand, sondern Frieden muss tagtäglich im Zwischenmenschlichen, aber auch zwischen den Völkern täglich erarbeitet werden. Ja, wir haben versucht, das auch in unserer Familie anhand der 20 Lebensbilder, die wir aufgeschrieben haben, herauszufinden, was können wir von denen lernen. Man kann ja innerhalb der Familie auch gut lernen. Mhm. Und es kam heraus, negativ, dass ein unhinterfragter Gehorsam, das darf es nicht mehr geben, wo man nicht mehr fragt, wozu dient jetzt dieser Befehl, ist der rechtmäßig, verstößt er gegen die Menschenwürde und Völkerrecht. Heutzutage muss jeder Soldat einen Befehl verweigern, der gegen Menschenwürde und Völkerrecht verstößt. Dann spielt es eine große Rolle, Bildung, wenn man eng und einseitig nur sich informiert und nicht weltoffen ist, ist man Einflüssen ausgeliefert. Man braucht Vorbilder für eine Werteerziehung. Man braucht Eltern, die einen vorleben, dass man nicht mit dem Strom schwimmt, sondern dass man seine eigene Meinung verfolgt. Und wenn jemand besondere Verantwortung hat, wie zum Beispiel militärische Führer oder Wirtschaftsführer oder Politiker, dann müssen sich auch dieser Verantwortung stellen und dürfen nicht einfach funktionieren in einem technokratischen Effizienzdenken, was heute eine große Gefahr ist. Also das ist jetzt speziell, was wir aus unserer Beschäftigung mit der Familiengeschichte gelernt haben. Und was ich jetzt für Deutschland generell sagen kann, ich glaube schon, dass nach diesen schrecklichen Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus und dem Unglück, was wir über die Menschheit gebracht haben, mit über 60 Millionen Toten im Zweiten Weltkrieg, wir Deutschen durchaus unsere Lektion gelernt haben. Wir haben eine stabile Demokratie, wir haben einen Rechtsstaat, durchaus auch Werte wie Toleranz, bürgerschaftliches Engagement, also es wird viele Werte, die es früher so nicht gab, werden gelebt, nicht überall, es ist wieder bedroht. Und als Familie haben wir zum Beispiel auf unserer Homepage der Familie Richthofen, jetzt auf Deutsch und Englisch eine Erklärung gegen die Verunglimpfung der Vergangenheit. Also was von rechtspopulistischen Kräften in letzter Zeit öffentlich gemacht wurde, haben wir ein klares Bekenntnis gegeben zu den Werten, die aus den Erfahrungen der Vergangenheit zu ziehen sind. Und hier in Guernica werden ja diese Werte auch sehr hochgehalten. Ich finde es wunderbar, dass hier aus Dresden und Nagasaki und anderen Städten, die auch diesen Transformationsprozess von der Opferstadt zur Friedensstadt vollzogen haben, dass die alle hier zusammenkommen und das verstärkt eigentlich diese Entwicklung. Für mich ganz persönlich und für meine Frau ist das eine ganz wichtige Erfahrung, dass wir hier sein können ohne schlechtes Gewissen, dass wir so etwas wie Freundschaft empfinden, dass wir in einer Gemeinschaft sind, auch mit den anderen Teilnehmern, die gemeinsam diesen Lernprozess auch sichtbar machen und die sich gemeinsam für positive Ziele wie Friedensarbeit und Aussöhnungsarbeit engagieren. Das motiviert auch, selbst in diese Richtung weiterzumachen. Ja, ich bin ja jetzt erst am Anfang dieses Besuches, aber von dem, was mir mein Bruder erzählt hat und auch was so meine Hoffnungen sind eben, ist genau das Gleiche, dass wir gemeinsam trauern können, dass wir gemeinsam uns entsetzen können über die Vergangenheit
und gemeinsam Kraft schöpfen können für die Zukunft. Mhm. Meine erste Empfindung ist dem Zentrum in Guernica gegenüber Dank, dass sie so offen auf uns zugehen. Dank und Anerkennung und Respekt und Bewunderung für ihre Arbeit. Und ich kann sie nur ermutigen oder ermuntern und nehme das auch für mich persönlich und für unsere Familie mit, uns hoffentlich gleichwertig motivieren zu lassen und auch diese Arbeit, die Sie hier leben, mit in unser tägliches Leben mitzunehmen. Also ich nehme auch mit, dass es für diese Art von Arbeit, wie sie hier gemacht wird, auch gerade Guernica Gogoratus oder im Museum oder auch das Engagement der Stadt, die hier diese anderen Städte einlädt, man braucht einen langen Atem dazu. Diese Arbeit geht ja schon über eine längere Zeit und ich wünschte, dass sie auch fortgesetzt wird, wenn die Zahl der Überlebenden geringer wird oder in einigen Jahren keiner mehr von denen lebt, dann ist es auch wichtig, diese Erinnerung weiter wach zu halten. Und ich persönlich nehme auch mit, dass ich darüber erzählen werde und berichten werde und das motiviert auch, sich in ähnlichen Initiativen zu engagieren und an dieser Friedensarbeit weiterzumachen, weil ich sie für sehr wichtig halte. Denn der Frieden ist immer wieder bedroht. Ja. Und ein Beispiel ist, dass wir ja zurzeit in, ich glaube, über 60 Städten in Europa jeden Sonntag um 14 Uhr eine Friedensdemonstration für Europa haben, Pulse of Europe. Ja. Und meine Frau und ich sind mehrfach schon dabei gewesen. Und das ist ein positives Engagement. Und für uns ist im Grunde Europa, das Wichtigste an Europa ist nicht die wirtschaftliche Union, sondern das ist ein Kontinent des Friedens, wo jahrhundertelang Krieg geführt wurde. Und die Mitglieder unserer Familien, aus denen immer die Offiziere kamen, seit Generationen waren das Offiziere, die in jedem Krieg mitgekämpft haben. Wir können jetzt die Generation sein und die Generation unserer Kinder, die ihre Kräfte, ihre Tüchtigkeit, ihre Begeisterung, ihr Engagement für friedliche Ziele einsetzen. Ja. Und das nehme ich auch mit. Ja, ja. Zwei Punkte möchte ich darauf eingehen. Sie haben angesprochen, die Generation wird eines Tages nicht mehr Zeitzeuge sein. Wir dürfen aber dann nicht aufhören, sondern wir müssen dieses Engagement weiterführen. Gerade Guernica ist durch Picasso natürlich wirklich ein Weltbewusstsein geworden. Und das müssen wir weitertragen, noch viele Jahrhunderte, damit es nie mehr zu so etwas kommt. Und das Zweite stimme ich Ihnen vollkommen mit ein. Wir sind unglaublich dankbar, dass es in Europa, zumindest in Zentraleuropa, jetzt viele Jahrzehnte keine kriegerischen Auseinandersetzungen mehr gegeben hat. Und daran müssen wir weiterarbeiten. Und dafür ist Europa, ein gemeinsames Europa, der Garant. Ich arbeite selber an einer großen europäischen Kulturveranstaltung mit, die sich schon seit kurz nach dem Krieg mit dem Gedanken oder mit dem Auftrag sich entwickelt hat, Europa weiterzutragen und ein friedliches, gemeinsames, kulturell gemeinsames, aber über die Kultur hinausgehendes, gemeinsames, friedliches Europa, gerade auch Verständigung zwischen Ost- und Westeuropa zu schaffen. Ich hab noch einen etwas, vielleicht etwas gewagten Wunsch zu Guernica und der Region des Baskenlandes. Auch in deutschen Zeitungen wurde darüber berichtet, dass dieser jahrzehntelange Konflikt mit der ETA und dem Terror, den es da gegeben hat, jetzt praktisch zu Ende gegangen ist durch die Übergabe der Waffen mit internationalen Vermittlern und so weiter.
ich habe wenig konkrete Informationen, aber ich habe so das Gespür, dass mit der Übergabe der Waffen noch nicht alles im Sinne von Aussöhnung und Heilung der Wunden gemacht ist. Es sind noch weitere Schritte sicherlich erforderlich. Und vielleicht, und das wäre jetzt ein Wunsch, könnte von den Erfahrungen, die hier in Guernica im Hinblick auf den Zweiten Weltkrieg oder Bürgerkrieg gemacht wurden, etwas ausstrahlen im Sinne von, wie geht das Aussöhnung? Wie können die Parteien miteinander oder die Menschen miteinander kommunizieren? Wie kann die Regierung vielleicht auch Zeichen von oder Gästen der Aussöhnung machen? Wie das geschehen kann, weiß ich nicht. Aber ich wünschte mir, dass dieser Geist von Guernica auch im Baskenland ausstrahlt. Das kann man nur wünschen allen Regionen der Welt. Und diese es hat ja sehr gut mit Deutschland, Frankreich eigentlich bereits kurz nach dem Krieg begonnen. Mit Jugendaustausch, vielleicht wäre das auch eine Idee, einen stärkeren Jugendaustausch noch zu propagieren zwischen Deutschland und dem Baskenland. Ja, ich glaube, Ideen gibt es viele und gute Wünsche gibt es auch viele. Ich wurde ja vor ein paar Tagen im Vorfeld gefragt, ob ich mich beteiligen oder ob wir uns beteiligen wollen an dem Auslösen der Sirene, die wohl jedes Jahr erinnert an den schrecklichen Angriff von damals. Und ich kann vielleicht so ein bisschen berichten, welche Gefühlswallungen oder welche Ideen da in meinem Kopf vor sich gingen, welche Überlegungen. Es war zum einen, war so mein erstes Bauchgefühl, dass ich mir dachte, naja, ich möchte ja nicht den Angriff wiederholen von damals. Ich möchte nicht als derjenige hier auftreten, der einer der Angreifer ist. Und vielleicht würde das die Sirene symbolisieren. Aber diese Gedanken oder diese Empfindung wich dann sehr schnell der Idee oder dem Gefühl oder dem Gedanken, dass man sich solidarisiert, dass man sich mit dem Auslösen der Sirene solidarisiert mit den Opfern. Denn die Sirenen werden nicht von den Angreifern, sondern von den Opfern oder von den Angegriffenen betätigt. Also jetzt überwiegt für mich ganz stark das Gefühl der Solidarität und der Warnung. Solidarität mit der Angst und mit dem Leid und mit dem Tod, den die Legion Condor hier gebracht hat. Und auf der anderen Seite ist ja Sirene auch Warnung. Und Warnung vor Terror, vor Krieg und Appell für den Frieden. Ja, ich kann mich dieser zweiten Deutung gerne anschließen. Es ist im Grunde keine echte Reinszenierung, sondern es ist eine Symbolisierung. Die Sirene hat heute eine andere Bedeutung als damals. Ich sehe das auch so, sie will uns wachrufen und warnen. Und zwar auch über Guernica hinaus, denn wir haben ja wieder Krieg in Gegenden, von denen wir dachten, das kann nicht wieder passieren. Wir hatten einen Krieg im Kosovo, wir haben heute Krieg in Syrien. Wir haben in der Ukraine kriegerische Auseinandersetzungen, die einfach nicht aufhören. Und immer sind auch Zivilbevölkerungen einbezogen. Und das sind auch heute völkerrechtswidrige Terrorangriffe. Und insofern ist die Sirene das Zeichen, so etwas darf nicht wieder passieren in zivilisierten Ländern und möglichst auf der ganzen Welt nicht mehr. Da haben Sie vollkommen recht. Wir reden jetzt über Europa und über Deutschland, Spanien, wo es Gott sei Dank lange keine Kriege mehr gab. Aber wir leben in einer Welt, in der täglich tausende Menschen zu Tode kommen, umgebracht werden und unter Terror leiden. Und vielleicht ist das auch ein Aufruf, der von Guernica ganz weit in die Welt hineingetragen werden kann. In Zusammenarbeit mit vielen anderen Betroffenen. Nagasaki ist ja hier, Dresden, Vertreter von Dresden sind hier.
Krieg ist nie eine Lösung. Krieg ist immer schrecklich. Und unsere aller Aufgabe ist, Krieg zu verhindern und für Frieden zu arbeiten.